Aber die gruseligen Momente sind sie jetzt hier bei ZIP noch nicht los, liebe Zuschauer, weil es bleibt so. Allerdings geht es jetzt hier um ein Theaterstück. Ja, Bite Tongue heißt das Stück. Beißt sie auf die Zunge. Und es ist auch eine Geschichte, die ja eine Rolle spielt. Die Geschichte eines jungen Mädchens, das von einem Psychologen den Ratschlag bekam, beißt sie auf die Zunge. Da hatte sie Probleme mit dem Vater. Wahrscheinlich wäre besser gewesen zu reden. Das ist die Geschichte einer Schauspielerin aus diesem Stück. Ja, jetzt wird das in einem speziellen Theaterstück umgesetzt. Allerdings beißt sich da niemand auf die Zunge. Aber es kommen schon ein paar dunkle Geheimnisse ans Licht. Come into the dark. Kommt ins Dunkle, so lockt uns Regisseurin Dawn Linton ins Theater. Ihre 6 internationalen Darsteller, fast alle keine Profischauspieler, wollen uns auf eine Reise durch die dunklen Seiten ihres Unterbewusstseins mitnehmen. Noch ahnen die Zuschauer nicht, was sie erwartet, dass im besten Fall auch sie mit ihren Schatten konfrontiert werden sollen. Kurz vor der Show auf der Bühne. Regisseurin Dawn gibt letzte Anweisungen. Sie fordert ihre Darsteller, will, dass sie emotional wirklich die Hosen runterlassen. Dann schnell noch Backstage. Die schrillen Kostüme, die exakt zu den persönlichen Geschichten passen, sind alle selbst geschneidert. Sie müssen zurechtgelegt werden, alle müssen sich gegenseitig helfen. Ich mache blutige Sachen. Aber erstmal beginnt die Show harmlos, sinnlich. Bilderwelten untermalt mit aufwendigen Projektionen und eigens komponiertem Sound. Erzählen von mutigen Abenteuern, Einsamkeit und von skurrilen Dates. Ich wollte, dass die Darsteller ihre eigenen Geschichten erzählen, die wahr sind und real. Und sie machten das. Sofort bei der ersten Probe. Ich war begeistert, wie viel sie bereit sind zu geben. Auch die Zuschauer, die in dem intimen Theaterraum mitten im Geschehen sitzen, werden aufgefordert, ihre geheimen Wünsche aufzuschreiben. Und so werden sie plötzlich zu Akteuren der Show. Auch sie sollen Verborgenes aufdecken. Ob drin oder draußen, Flucht ist unmöglich. Ich möchte wahre Liebe. Ich möchte Glück, Liebe, Frieden. Ich konnte diese Grenze zwischen Publikum und Schauspieler irgendwie überwinden. Ich hatte das Gefühl, die spielen jetzt hier mit. Und das war eine schöne Erfahrung. Die Darsteller geben wirklich alles. Manch einer wird auch mal richtig wütend. Wie ist das, sein Innerstes so offen dem Publikum zu zeigen? Es fühlt sich großartig an. Ich weiß nicht warum, als würde man nackt vorm Publikum stehen. Du gehst bis an dein Limit. Es war schön zu sehen, wie persönliche Sachen Literatur geworden sind. Weil dann du kannst auch mit anderen Augen sehen, was du erlebt hast. Es ist wie ein Spiel. Ironisch amüsant wird am Ende eine Lösung für alle Probleme angeboten. Einfach etwas kaufen. Zum Beispiel einen schmucken Kerl, der hier von der Höchstbietenden ersteigert wird. Kaufen aus Frust, kennen wir das nicht irgendwie alle? Ich wollte die Zuschauer mit einbinden. Sie sollten sich fragen, was ist hier los? Sie können nicht sicher sein, was als nächstes passiert und realisieren, dass die Bühnengeschichten auch zu ihren werden können. Silence! Monsters! Leave! Do it! Breathe! Pünktlich! Die Show Bite Tongue, auf die Zunge beißen. Eine Achterbahn der Gefühle. Wie war's für die Zuschauer? Smash! Es hat ja die gesamte Bandbreite von komisch bis tief traurig zu ernst oder wütend machend. Auch Situationen, die man selbst vielleicht schon mal erlebt hat und dann denkt, ach ja, das kenne ich. Die Nähe zwischen dem Publikum und den Schauspielern ist so unglaublich klein, dass man wirklich die Emotionen, die ganze Aufregung spürt. Und das ist das stärkste Theaterstück, das ich in den letzten 2-3 Jahren gesehen habe. Wer ein Theaterabenteuer erleben will und sich vielleicht dabei ein bisschen besser selbst kennenlernen möchte, der ist hier genau richtig.